kleiner Rückblick. Das Projekt, so wenn ich mich noch richtig erinnere, war es etwa 2008, als man drauf gekommen ist, dass hier ja alles höher gelegt werden muss im Rahmen der Retention. Und dann haben die ersten Gespräche stattgefunden, dass man dann aus dem Hartplatz einen Kunststraßenplatz machen könnte. In den folgenden Jahren gab es dann ständige Besprechungen, Neuplanungen und wie man sieht, hat es ein gutes Ergebnis gezeigt als super Kunststraßenplatz, den wir hier bekommen haben. Wir haben auch schon die ersten Erfolge, ich weiß nicht, ob es am Kunststraße liegt, aber schon nach wenigen Wochen Training, das haben wir jetzt mitbekommen, haben die Mädels, die B-Mädels, Bezirksmeister gemacht und dann haben wir und die D2 ist Staffelsieger geworden. Wenn Hamburg und Berlin so ein Team hätte, wie wir das da am Tisch hatten, dann hätten Hamburger schon lange die Elbphilharmonie und die Hauptstädter schon lange ihren Flughafen. Manche müssen wirklich ein wenig mit dem Euro rechnen und deswegen sind wir sehr froh, dass wir Sponsoren und Spender gefunden haben in so großer Zahl. Da vorne haben wir die Tafel aufgehängt, also man muss von der anderen Seite mal drauf schauen. Dann sieht man, wer da Parzelle gekauft hat oder wer eine Spende gemacht hat. Also wir sind überrascht, wir haben uns ja ein gewisses Ziel gesetzt, wir haben dieses Ziel erreicht, überschritten, aber trotzdem wären noch ein paar Parzellen zu verkaufen. Also wer jetzt sieht und Interesse hat und was Gutes machen will, der kann noch eine Parzelle erwerben. Sehr geehrter Herr Wernet, lieber Herr Fleischer, liebe Mitglieder des SV Breisach, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist heute ein ganz, ganz toller Tag für die Stadt Breisach am Rhein. Nicht nur, weil die Sonne wunderschön scheint, nicht nur, weil wir hier in diesem wunderbaren Waldstadion sind, sondern weil wir heute etwas für die städtische sportliche Infrastruktur einweihen werden, nämlich den neuen Kunstrasenplatz, der mich wirklich freut, der mich auch wirklich stolz macht. Der Kunstrasenplatz ist auch ein positives Abfallprodukt der Retentionsmaßnahmen, die unsere Stadt sehr, sehr belasten. Retention brauche ich Ihnen nicht erklären. Sie wissen, dass unsere Stadt betroffen sein wird vom integrierten Rheinprogramm. Wir werden da ganz erhebliche Nachteile als Stadt hinnehmen müssen. Und deswegen sind wir natürlich auch bereit und fordern das auch ein, die positiven Produkte dann auch mitzunehmen. Und lieber Herr Neumann als verträgliche Bürgerinitiative und lieber Herr Fleischer, wir haben ja stundenlang, tagelang, wenn man es zusammenrechnet, mit dem Land, mit dem Regierungspräsidium um Lösungen gerungen. Und ich glaube, die Lösung, die wir hier für Breisach Kulturwehr gemeinsam erstritten und errungen haben, die können sich sehen lassen. Und deswegen profitieren wir jetzt auch von den Maßnahmen, die eben zwingend notwendig sind. Vielleicht im Vorgriff, wenn Sie da rüberschauen an diesen verbrannten Fußballplatz, auch der wird ja hochgenommen werden, auch der wird anders sich darstellen. Also insgesamt wird das Waldstadion ein anderes sein, wie es bisher war. Und deswegen ist eine richtige Maßnahme, jetzt in einen Kunstrasenplatz zu investieren, auch wenn der natürlich ungleich aufwendiger ist wie ein Tennenplatz. Also auch das wird auf die Stadt zukommen, die Unterhaltungsaufgaben. Und lieber Herr Wernet, ich glaube, das darf ich auch verraten, die Stadt ist auch bereit, diesen Tennenplatz noch einzuzäunen. Ich bin überzeugt worden, ein Tennenplatz muss eingezäunt werden, sonst würde Vandalismus Platz greifen. Mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich hierher komme, in diesem wunderschönen Waldstadion, wenn ich die vielen viele hundert Kinder, die hier wuseln, die hier Sport machen, die sie hier glücklich sind. Ja, das ist unbezahlbar für eine Stadt, das ist ein Riesenmehrwert. Und deswegen ein Dankeschön auch dem Gemeinderat, der dann bereit war, die nicht unerheblichen Mehrkosten mitzutragen. Und ein riesen Dankeschön an Sie, lieber Herr Fleischer, an den Sportbund. Es hat einen Termin benötigt, mit Ihnen zusammen mit der Stadtverwaltung das durchzusprechen. Dann war die Zusage da, natürlich machen wir das so, weil das sind richtig gute Investitionen und Subventionen in Sportvereine, wo Menschen im Ehrenamt sich für unsere Jugend bekümmern, wo Menschen im Ehrenamt Breitensport machen. Wie gesagt, das ist für eine Stadt unbezahlbar. Und lieber Herr Wernet, lieber SV Breisach, seien Sie versichert, wer was gibt, wer sich selber einbringt mit seinen Mitgliedern, der selber was bringt, der kann die Stadt auch fordern. Wir fördern gerne und dann können Sie uns auch fordern. Wir brauchen uns heute nicht über die Notwendigkeit von Hochwasserschutz, der unbestritten ist, zu unterhalten. Wir brauchen uns nicht über Sinn oder Unsinn der nunmehr beschlossenen Maßnahmen, um dies durchzuführen, zu unterhalten. Das wird die Zukunft weisen, lieber Herr Neumann, ob wir recht hatten oder andere. Sondern heute ist ein Tag der Freude, denn der Mehrwert wird eingeweiht. Und hier ging das jetzt relativ flott, weil man das Beispiel Wolterdingen hatte. Und so waren nach dem Abzug waren eben noch rund 280.000, die offen waren. Wir haben die Finanzierung von Ihnen, Herr Wernert, gehört. Toll, dass der Verein mit 70.000 da dabei ist.
Wir werden etwa in gleicher Größenordnung mit dem Zuschuss dabei sein. Kunstrasen ist heute Standard. Wir haben inzwischen in Südbaden ungefähr 150 Kunstrasenplätze. Sie sind die dritte Generation mit diesem Platz jetzt. Bei den ersten beiden Generationen haben wir viele, viele Mängelprobleme gehabt. Ich hoffe, dass das bei Ihnen nicht mehr auftritt. Wir sind heute viel, viel weiter. Ich möchte ganz, ganz herzlich danken für das tolle Engagement, Herr Wernet. Stellvertretend Ihnen, für alle, die mitgemacht haben beim SV Breisach. Und es ist in der Tat so, das, was Sie im Ehrenamt bringen, ist nicht nur die moralische Rechtfertigung dafür, beim Staat auch anklopfen zu dürfen und sagen zu dürfen, wir machen hier eine öffentliche Aufgabe auch wahr. Wenn der Staat das tun müsste, würde es ein Vielfaches kosten. Es könnte kein Mensch bezahlen. Hallo herein, noch ganz außer Atem, ja, haben Sie sich zur Verfügung gestellt beim ersten Kick nach der Eröffnung. Waren Sie früher auch in Ihrer Jugend Fußballer? Ja, ich war auch Fußballer, also ich habe von der F-Jugend habe ich gekickt bis aktive. Ich habe eigentlich gekickt in der ersten Mannschaft beim FC 08 Staufen, bis ich als Beigeordneter in Breisach gewählt wurde, dann hatte ich keine Zeit mehr. Was hat die Stadt dafür getan, dass wir so einen tollen Platz heute einweihen können? Ja, die Stadt hat natürlich, also das ist ja immer an Zuschüsse gekoppelt. Der Badische Sportbund gibt 30%, der Verein muss circa 40% geben und wir haben uns eingebracht mit Arbeitsleistung und vor allem mit einem recht namhaften Zustoß im sechsstelligen Bereich, kann es gar nicht genau sagen, aber ein dicker sechsstelliger Betrag. Und wir werden ja auch noch den Zaunanlage werden wir noch herstellen. Und es war halt auch eine Chance, weil wir hatten ja dieses Thema Retention, wir mussten sowieso hochlegen und dann wäre es ja fahrlässig gewesen, wenn wir in die Infrastruktur der Stadt, sportliche Infrastruktur, wieder einen Tennenplatz hätte machen sollen, weil das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Wenngleich, das muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit, natürlich so ein Kunstrasenplatz ungleich aufwendiger ist wie ein Tennenplatz. Wir haben hier einen wunderschönen Rasenplatz, wir haben einen Trainingsrasenplatz und wir hatten einen Tennenplatz. Und ich habe jetzt ja auch gerade gespielt, ich habe hier auch Blut, ja. Also es, ja, ein bisschen. Also es rubbelt auch, aber es rubbelt lang nicht so wie jetzt ein Tennenplatz. Also wenn man beim Tennenplatz sich langlegt, dann ist es schon eine ungleich blutige Angelegenheit wie jetzt hier bei dem Kunstrasenplatz. Und hier läuft Bälle ja auch schön und die Kinder sollen ja Fußball lernen und nichts rumpeln. Ja. Was wünschen Sie dem SV Breisach für die Zukunft? Ich wünsche dem SV Breisach natürlich sportliche Erfolge, aber ich glaube, viel wichtiger als sportliche Erfolge ist, dass man hier viele, viele Kinder Möglichkeiten gibt, sich auszutoben, zu trainieren. Deswegen wünsche ich dem SV Breisach vor allem, und das ist das Allerwichtigste, viele Menschen, die auch bereit sind, im Ehrenamt sich einzubringen, die sich Stunden abbringen. Ich wünsche ihnen vor allem viele engagierte Jugendtrainer, weil ohne Jugendtrainer geht es gar nicht. Also alles Glück dieser Erde, viele gute Wünsche für die Zukunft und viele Menschen, die bereit sind, mitzumachen, die nicht nur goschen und kritisieren, sondern die selber anpacken. Die Jugend haben alle ihre Pokale. Ja. Dann geht's weiter mit den F2-Spielern. Schöne Anlage, passt schön ins Gefüge. Ich bin ja vorher schon vom Tennisclub. Alles jetzt auf einem Niveau und mit denen ich mit dem Sportverein immer sehr gut zusammenarbeite. Wenn jetzt das Stadion noch fertig ist, gibt es eine Top-Anlage. Ihr seid die Gewinnerin des Bezirkspokals. In welcher Liga ist das nochmal gewesen? Also das ist keine direkte Liga, sondern halt aus dem Bezirk, wo wir sind. Und wir waren halt in der untersten Liga und dann spielen alle Mannschaften, die halt in der Nähe sind, gegeneinander und ja, da wurden wir jetzt Erster. Und das findet einmal im Jahr statt? Ja, ich glaube schon. Das
Das findet die ganze Saison über. Also es fängt an mit den Anfangsspielen, wie ein Turnier aufgebaut. Man spielt gegeneinander und dann immer die Mannschaft, die gewinnt, kommt eine Runde weiter bis ins Halbfinale und Viertelfinale, Finale und dann wer halt gewinnt. Und wo war das Endspiel? In Freiburg-Wieren im Schönbergstadion. Gegen wen? Gegen Weißweil. Gegen Weißweil, ah ja, okay, gut. Wie gefällt euch denn der neue Platz? Also ich finde, es macht auf jeden Fall Spaß, drauf zu trainieren und ist auf jeden Fall richtig cool. Ist doch bestimmt ein ganz anderes Gefühl, oder? Ja, ist auf jeden Fall besser als ein Hartplatz, weil wenn es regnet, dann wird er immer so matschig und Kunstrasen ist halt viel schöner zu spielen. Und wie ist es mit der Verletzungsgefahr? Das ist bei beiden gleich. Ich denke mal, also wenn man auf dem Kunstrasen spielt, da knickt man nicht so leicht um oder macht sich nicht so leicht weh, weil er eben ganz eben ist. Aber wenn man halt mal richtig hinfällt, dann kann man sich schon eine Verbrennung holen. Aber wenn man eigentlich vorsichtig spielt, dann passt es schon. Das heißt aber auch, nichts am Equipment ändern, ihr kickt in den gleichen Fußballschuhen oder muss man da was ändern wegen den Stollen? Wir haben die gleichen Schuhe an. Also man muss halt darauf achten, dass man keine Eisenstollen trägt. Aha. Also nur Plastikstollen, damit der halt nicht kaputt geht. Okay. Gut. Ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß. Dankeschön. Großer Tag heute für den SV Breisach. Der neue Kunstrasenplatz wird eingeweiht. Warum wurde Kunstrasen und kein Naturrasen verwendet? Wir hatten jetzt jahrzehntelang einen Hartplatz hier und dieser war bei Wind, Wetter, Regen in der Regel nicht bespielbar. Deswegen konnte man nicht trainieren und es sind auch viele Spiele ausgefallen. Und das hoffen wir uns jetzt vom Kunststraße, dass es in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Und es hat sich schon rumgesprochen in ganz Deutschland, bekomme ich Anfragen. Die kommen daher, sehen, dass wir jetzt einen Kunststraßenplatz haben, können darüber übernachten und können hier optimal trainieren. Wie wird so ein Kunstrasenplatz gepflegt? Er wird jetzt einmal in der Woche abgezogen. Das ist so ein größerer Besen, der hinter einem kleinen Traktor hängt. Der fährt dann drüber und ebnet das Granulat wieder ein. Und einmal im Jahr wird das ganze Granulat und der ganze Sand rausgeholt, gereinigt und wieder reingebracht. Die Frage, warum muss der Platz eingezäunt sein? Also Kunst, es ist ja eine Investition, es ist sehr viel Geld, das hier liegt und man sieht eben, man muss auch pfleglich damit umgehen. Und dann ist eine Besonderheit bei uns jetzt, die auch hängt auch mit der Jugendherberge zusammen, auch dass wir ein bisschen abgelegen sind. Also stellen wir immer wieder fest, dass hier nächtens irgendwelche Festivitäten stattgefunden haben. Dann kann man da den Müll zusammenlesen, Flaschen, Scherben und Hunde laufen drüber. Also da muss einfach den Platz ein bisschen schützen, deswegen muss er eingezäunt werden. Ausblick, was wünschen Sie dem SV Breisach? Dem SV Breisach wünsche ich der ersten Mannschaft, dass sie zumindest eine Klasse höher mal kickt, damit man zumindest mal gegen den Abstieg spielen kann, ne? Und nicht immer in der untersten Liga. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Jugend, da sind wir fast mit allen Jugenden, also nicht in der untersten Klasse. Also von daher. Aber man kann sich immer noch ein bisschen verbessern. Ja. Brauchen Sie noch Sponsoren? Ja, also jeder, der noch sich einbringen will, den nehmen wir gerne auf. Da vorne hängt die Sponsorentafel. Da sieht man, dass noch ein paar Parzellen frei sind. Oder wer spenden will, also wirklich gern, sage ich jetzt schon danke jedem, der sich da engagiert. Und wir danken Ihnen. Bitte. Das Fußballspiel ist ja gut, außer dass es mehrere Foul gibt. Ja. Ah.